Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, bekannt als auch Mr. T und als Mr. Pörselrin aus Karlsruhe mit Mr. T-Finger. Meistens links, ab und zu rechts. Kann mit beiden. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Lasst mich überlegen. Ja, das war das Thema. Zwar, ich reagiere natürlich immer mit meinen Videoclips auch auf Anfragen, die ich über alle möglichen Kanäle erhalte. Und diese Reaktion ist auf das Thema Verletzung. Hört man immer wieder auch in meiner Gruppe, wo ich aktiv bin. Da ist einmal das Thema Verletzung. Verletzung, von vornherein mal. Verletzungen entstehen nicht nur aus der Tatsache heraus, dass ich irgendwann mal irgendwas einmalig falsch gemacht habe. Das sind die sogenannten spontanen, akuten Verletzungen, die meist recht heftig ausfallen. Brustmuskelfaserriss, Bizepsabriss, solche Sachen können vorkommen, wenn gewisse Dinge, die ihr alle von Mr. T schon kennt, nicht eingehalten werden. Aber da gibt es noch was anderes, und zwar ganz einfach: die Summe der Fehlbelastungen führen früher oder später zu Verletzungen, zur Degeneration. Was ist das? Ganz einfach. Ihr wart in frühen Jahren, habt ihr Fußball gespielt, ihr habt Handball gespielt, ihr habt Volleyball gespielt, ihr habt Tennis gespielt, was auch immer. Und das ist natürlich sehr intensiv. So, da habt ihr natürlich immer Bewegungsabläufe, die sehr dynamisch sind, sehr hochdynamisch sind. Und da habt ihr natürlich immer zum Teil Fehlbelastung gehabt. Vielleicht auch nicht die nötige Schutz- und Stützmuskulatur, um das Ganze zu kompensieren. Und da entsteht natürlich Stress an Gelenken, meistens an Gelenken, natürlich auch an den anderen Anteilen der Gelenke. Und das kann dazu führen, dass man auf einmal, irgendwann vielleicht mal in späterer Zeit, anfängt mit Krafttraining, und dann auf einmal stellt sich raus, dass hier und da was wehtut. Dann muss das nicht unbedingt vom Kraftsport kommen, sondern die Vorschädigung kann schon gegeben sein, und meistens kommt sie aus diesen hochdynamischen Sportarten, weil da wahnsinnige Lasten abgeleitet werden, wahnsinnige Lasten kompensiert werden müssen. Oder ihr fangt relativ früh an mit Kraftsport und ihr habt den Mr. T nicht kennengelernt, ihr wisst nicht, wer das ist, und ihr habt alle Regeln, die man im Krafttraining beachten sollte, missachtet. Links bitte. Alle Regeln missachtet und zum Beispiel bei der Beinpresse zu weit runtergelassen, die Knie zu weit nach außen rotieren, im Bereich der Kniebeuge sich im exzentrischen Bewegungsablauf nach unten sausen lassen, mit Umkehrschwung gearbeitet, explosiv gearbeitet, aber nicht explosiv kontrolliert ausgeführt, sondern explosiv unkontrolliert ausgeführt. Ihr habt einfach alle Fehler gemacht, die man machen kann. Über zu kurze Bewegungsabläufe gearbeitet, das maximale Raum nicht eingehalten, ihr habt die Bewegungsgeschwindigkeit nicht eingehalten, also wirklich alles falsch gemacht und dann auch noch Technik, beziehungsweise Last vor Technik. So, und das führt dazu, dass ihr immer wieder Belastungen habt an Gelenksanteilen, die einfach zu hoch waren, das waren Fehlbelastungen, und somit ist der Verschleiß zum Beispiel im Gelenk relativ hoch, oder es werden zum Beispiel Schleimbeutel die ganze Zeit überlastet, und das führt dazu, dass ihr eine Verletzung habt. Und das ist nicht immer in dem Moment akut, dass man einmal was falsch gemacht hat, sondern es war eine Summe der Fehlbelastungen. Und da ihr ja alle ins Fitnessstudio geht und auch noch im Alter sportlich sein wollt, hat es immer einen Vorteil, wenn man von vornherein gewisse Regeln einhält und danach achtet oder darauf achtet, dass man eben diese Fehler nicht macht. Also, spontane Verletzungen sind eigentlich extrem bescheiden, die können entstehen an einem Tag, wo man schlecht drauf war, man sich überschätzt hat, können stehen, sind meistens mit großem Aua verbunden, und dann gibt es aber auch noch die Summe der Fehlbelastungen. Und das sind die meisten Verletzungen, die entstehen erst nach Jahren. Und genau deswegen macht es Sinn, darauf zu achten, was man tut. Und wenn ihr nicht wisst, wie man es richtig macht, dann fragt einfach Mr. T. Das war's schon. Bis dahin, ich wünsche euch was Gutes.